Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Und zwar soll es in diesem Video darum gehen, wie man eine korrekte HTML-Struktur sozusagen umsetzt auf seiner Webseite oder auf seinem Blogpost. Das ist ganz egal. Also es geht um die Überschriftenstruktur, wie man das auch in WordPress macht und wie es einfach korrekt ist und welchen Fehler man vermeiden sollte. Also bei H1, H2, H3 Überschriften. Viel Spaß mit dem Video. Ja, eigentlich ist das ein ganz einfaches Thema und auch ein ganz simples Video. Dieses Video wird sicherlich nicht allzu lange werden. Und ich denke, vielen ist es natürlich auch klar, wie man Überschriften korrekt verwendet. Aber hin und wieder sehe ich es dann doch auch, dass Überschriften nicht korrekt verwendet werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, es lohnt sich auch mal so ein kleines Video dazu zu machen, um vielleicht ein paar Unklarheiten zu klären. Wenn du neu bist auf diesem Kanal, hier gibt es immer wieder Themen rund um SEO, um WordPress, aber auch um ja, Webdesign generell, Online-Marketing, Online-Geld verdienen und so weiter. Also wenn du noch nicht abonniert hast, ein Abo lohnt sich. Aber jetzt starten wir los mit dem Thema. Und einleitend möchte ich schon mal so viel dazu sagen. Grundsätzlich ist es mal so, ganz egal, ob du jetzt einen Blogpost veröffentlichst oder ob du eben ja eine normale Seite auf deiner Webseite machst, ganz egal, ob du das mit einem Page Builder wie Elementor machst oder mit dem Gutenberg Editor von WordPress. Grundsätzlich ist es so, deine Seite oder dein Blogbeitrag und so weiter sollten schon mal strukturiert sein wie eine Doktorarbeit. Das klingt jetzt mal vielleicht ein bisschen blöd in erster Linie, aber was ich dazu meine, ist jetzt auch nichts Komplexes oder Hochwertiges oder so, sondern einfach nur, dass, egal ob es eine Seite oder ein Blogbeitrag ist, dass es einfach immer eine ganz geregelte Struktur haben sollte. Also eine Hierarchie. Also es gibt eine H1-Überschrift und das ist schon mal die erste Regel, die du dir aus diesem Video mitnehmen kannst. Es sollte auf jeder Seite nur eine einzige H1-Überschrift geben. Und das ist eben quasi der typische Seitentitel. Also die erste Überschrift auf einer Seite oder eben die Überschrift des Blogbeitrages sollte eine H1-Überschrift sein. Das heißt jetzt nicht, dass es auf deiner gesamten Webseite, um mich nicht falsch zu verstehen, nur eine H1-Überschrift geben sollte, sondern auf jeder Seite deiner Webseite kann es eben quasi eine H1-Überschrift geben. Das bedeutet, auf der Startseite deiner Webseite kannst du eine andere H1-Überschrift haben. Wenn du dann einen Blogbeitrag da veröffentlicht hast, dann kannst du, ein Blogbeitrag ist dann, der Blogtitel ist dann eine H1-Überschrift. Also auf jeder Seite oder Unterseite deiner Webseite, ganz egal, wie man es nennen mag, oder auf jedem Blogpost und so weiter, kann es genau eine einzige H1-Überschrift geben und das ist die erste Überschrift. Danach, weil es ja hierarchisch ist, folgt dann, sind die Unterüberschriften dann immer H2 und nur wenn man dann noch weiter ins Detail geht, dann sind die weiteren Unterüberschriften H3 und wenn man noch weiter gehen würde H4. Allerdings nutze ich persönlich zum Beispiel H4-Überschriften so gut wie gar nicht und ich würde dir auch empfehlen, wenn du bis H4 gehen musst, vielleicht nochmal deinen Content zu überdenken, ob du das vielleicht nicht zu kleinteilig dann eben auch zerstückelst. Aber eben dann würde man eben H4 nutzen. Ich möchte mal kurz ein Beispiel nennen. Sagen wir mal, wir würden einen Blogbeitrag schreiben. Ich weiß nicht, ich habe gerade vorhin ein Video abgedreht, da habe ich dasselbe Beispiel genannt. Mir fällt heute nichts anderes ein. Sagen wir mal, wir würden einen Blogbeitrag schreiben mit dem Titel Die 10 besten Smartphones für 2022. Das wäre der Titel des Blogbeitrags und das wäre dann quasi auch unsere H1-Überschrift. Also es gibt nur eine H1-Überschrift und dieser Blogbeitrag hätte die H1-Überschrift die 10 besten Smartphones. Und dann sagen wir mal, dieses Smartphone, ich würde dann, das wäre ein klassischer Listenartikel und ich würde dann wirklich 10 Smartphones hier quasi in den Blogartikel auflisten. Ich würde eine Einleitung schreiben, ein Inhaltsverzeichnis, ich hätte ein Titelbild und dann hätte ich meine 10 Smartphones, die ich aufliste. Dann hätte ich zum Beispiel Platz 1, Doppelpunkt, Samsung Galaxy irgendwas, Platz 2 wäre das iPhone irgendwas, Platz 3 dann das Huawei irgendwas oder was weiß ich, ist ganz egal. Ich würde dann 10 Smartphones zum Beispiel auflisten. Und diese 10 Smartphones, die ich da aufliste, das wären dann alles diese Überschriften, also dieses Platz 1, bla bla bla, Platz 2, bla bla bla, das wären alles H2-Überschriften. Und wenn ich dann aber
zu den einzelnen Smartphones noch mehr Details nenne, also ich schreibe dann vielleicht einen kleinen Absatz dazu, aber wenn ich dann zum Beispiel diesen Absatz, den ich zum jeweiligen Smartphone schreibe, dann nochmal unterteile sozusagen, dass ich noch mehr ins Detail gehe, wo vielleicht eine Zwischenüberschrift notwendig wäre, dass ich dann bei Platz 1, Galaxy irgendwas, bla bla bla, und dann würde ich schreiben zum Beispiel bla bla und dann technische Daten. Und dann würde ich vielleicht darunter alle technischen Daten auflisten und dann würde ich vielleicht irgendwas schreiben wie die Vorteile des bla 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 oder die Nachteile des bla bla bla, Alternativen zu diesem Modell. Diese Zwischenüberschriften dann unter diesen H2-Absatz, die würde man nachher mit H3 kennzeichnen. Wobei man muss sich dann immer fragen, ob es auch dann wirklich notwendig ist, weil wenn es nur ein kurzer Absatz ist und dann würde vielleicht nur stehen technische Daten und dann wäre nur eine kleine Liste, könnte man auch nur einfach technische Daten schreiben und das nur fett machen. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also einfach so die Struktur. Es gibt nur eine H1-Überschrift, dann die Unterkapitel dieser einen Seite, dieses eines Blogbeitrags, dieser Unterseite, ist auch völlig egal. Diese Unterkapitel sind dann immer H2. Und dann, wenn man diese Unterkapitel weiter unterteilt, dann wären es H3. Und wenn man dann so ein H3 unter Unterkapitel noch weiter unterteilen würde, dann würde man eine H4 nehmen. Es gibt auch noch eine H5, es gibt auch noch eine H6. Aber ich glaube, H5 und H6 habe ich tatsächlich noch niemals in meinem Leben benutzt. H4 habe ich schon ganz selten benutzt und H3 relativ häufig. Also das nutze ich natürlich immer. Eine H1, dann häufig H2 und natürlich auch für weitere Unterteilungen H3. Warum das wichtig ist, genau, warum ist das eigentlich wichtig? Ganz einfach, so kannst du eben die Lesbarkeit für Suchmaschinen, für deinen Content, für deine Inhalte einfach erhöhen. Google weiß dann einfach besser, weil Google selber würde deine Seite lesen quasi wie eine Doktorarbeit sozusagen und der orientiert sich an der Struktur. Der sagt dann, okay, das Hauptthema, die Hauptüberschrift, das ist die H1 und dann die Kapitel zu diesen Themen, das wären die H2 und dann eben die Unterkapitel zu den Kapiteln sozusagen auf dieser Seite, auf diesem Blogpost, wären dann die H3. Und du musst das halt deswegen eben korrekt kennzeichnen, damit es Google auch so versteht. Wenn du jetzt diese Reihenfolge nicht einhältst, dann kannst du Google verwirren, was wiederum negativ für deine Rankings sein kann, weil der erste Schritt, damit du ja überhaupt Rankings erzielen kannst, ist erstens mal, dass deine Seite gut gelesen werden kann von Suchmaschinen, also von den Bots der Suchmaschinen, von den Crawlern sozusagen der Suchmaschinen, eben wie der Googlebot oder wie auch von den anderen Suchmaschinen und dass diese Crawler die Suchmaschinen dann auch verstehen sozusagen, worum es auf deiner Seite geht. Denn wenn die Suchmaschine, wenn Google nicht versteht, worum es geht auf deiner Seite, ja, dann kann Google dich ja auch niemals wirklich ranken zu der Thematik, zu der du eigentlich ranken möchtest. Und genau deswegen ist das Einhalten dieser Struktur schon sehr essentiell im Bereich On-Page-SEO, dass du eben diese Struktur eben einhältst. Also dass du nicht so machst, so die erste Überschrift eine H1-Überschrift und dann möchtest du quasi aus Styling-Gründen vielleicht nur so eine kleine Unterüberschrift, dann machst du die nächste Unterschrift eine H3 und dann möchtest du eine riesengroße Überschrift, dann machst du wieder eine H1. Also das solltest du auf keinen Fall machen oder nur dann machen, wenn du die Suchmaschinen gerne verwirren möchtest, damit sie dir deine Seite ja nicht ranken. Aber dann könntest du auch die Seite einfach mit No-Index ausschließen. Also deswegen ist eine korrekte Struktur wichtig. Gut, also jetzt haben wir in diesem Video, und das soll wirklich nur ein kleines Video sein, bis jetzt mal besprochen, wie eine korrekte Struktur aussieht. Also die Eckpunkte sind wirklich ganz simpel, einfach nur eine H1 und dann halte diese Hierarchie ein, mache dann eben H2 und dann unter H2, wenn du weitere Überschriften brauchst, H3. Und wenn dieses Unterkapitel, also dieses H2-Kapitel quasi fertig ist, dann kannst du die nächste H2 machen und so weiter und so weiter. Ganz einfach, also wir haben besprochen, wie es korrekt ist, wir haben besprochen, warum man es benötigt. Und jetzt für alle, die es vielleicht gar nicht so am Schirm haben, machen wir den Punkt 3 des Videos noch, wie man das überhaupt macht. Also ganz einfach, ich bin hier jetzt im WordPress Gutenberg Editor, im Standard-Editor von WordPress und die erste Überschrift, die ich da eingebe, die kann ich auch gar nicht, also das ist einfach, ich bin jetzt in einem Blogbeitrag, aber es ist bei einer Seite genau gleich, also das, was man oben eingeben kann, die Überschrift, die ist immer eine H2. Und dann schreibe ich da bla 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 und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Überschrift, also ich schreibe einen Absatz oder so, oder ich könnte auch gleich eine Überschrift einfügen, ist auch egal,
dann kann man hier eben draufklicken und das umwandeln, zum Beispiel in der Überschrift. Und wenn man das in der Überschrift umwandelt, dann ist es bei Gutenberg immer standardmäßig eine H2. Und dann kannst du sagen, also ich könnte jetzt auch eine H1 wählen, was aber nicht logisch wäre, wie gesagt, also H1 ist eben schon oben. Dann könnte man sagen, okay, wir machen also H2 standardmäßig und das wäre dann auch korrekt. Also ich habe hier schon eine H2-Überschrift eingefügt, beziehungsweise kann man natürlich auch einfach hier bei den Blöcken Überschrift auswählen und dann hat man auch standardmäßig die H2-Überschrift. Das ist jetzt völlig egal, aber ich habe hier eine H2 und wenn ich dann eine Unterüberschrift machen möchte, dann kommt hier die H3 und die H3 kannst du eben genau gleich machen. Das heißt, ich tippe eben hier, nehme mir eine Überschrift und dann schreibe ich, das ist meine H3. In Wirklichkeit ist es noch eine H2, aber du klickst dann einfach hier auf H2 und formatierst es quasi als H3. Also so funktioniert das im Gutenberg-Editor. Und das Styling, wie groß deine Überschriften sind, welche Schriftart und so weiter, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und das ist halt davon abhängig, welches Theme du verwendest. Dann kannst du dir im Customizer des Themes festlegen, wie deine Überschriften zum Beispiel aussehen. Genau, also das ist, wie es im WordPress ganz einfach funktioniert. Und wenn wir jetzt schnell noch wechseln auf einen Page-Builder, ich habe jetzt eine Seite mit Elementor aufgemacht. Das ist übrigens meine WordPress-Testseite, wo ich immer wieder verschiedene Tutorials und so weiter aufnehme. Also ich habe vor kurzem mal ein Tutorial aufgenommen, wie man einen Farbverlauf mit 3 Farben in Elementor machen kann, anstatt mit 2. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann gerne abonnieren, auch für viele Tipps und Tricks rund um WordPress, Elementor und so weiter. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. In dem Page-Builder, es funktioniert auch in anderen Page-Buildern in der Regel ganz einfach. Also ich mache das jetzt in Elementor, steht jetzt aber für alle Page-Builder sozusagen Höhe, ich mache jetzt mal minimale Höhe, machen wir es ein bisschen größer. Ich füge jetzt einfach mal eine Überschrift ein und wenn ich eine Überschrift einfüge, ist das standardmäßig eine H2-Überschrift in Elementor. Und je nachdem, wenn das jetzt wirklich meine erste Überschrift wäre oder auch wenn du einen anderen Page-Builder nimmst, ganz egal, kannst du eben umstellen dann auf H1. Und ja, wie gesagt, wenn ich dann die Seite weiterbauen würde mit dem Page-Builder und ich hätte dann so eine Unterüberschrift, dann kann ich es auch, die Unterüberschrift dann natürlich auch als H2 machen. Und wie gesagt, das geht hier bis H6, aber H5 oder H6 habe ich tatsächlich noch nie benutzt und H4 benutze ich auch so ziemlich gar nicht. Jetzt möchte ich noch auf einen Fehler zu sprechen kommen, den tatsächlich gar nicht so wenig Menschen machen. Und zwar, sie verwechseln die HTML-Struktur von Überschriften mit Styling-Elementen. Auch gerne machen das im Webdesign-Bereich viele, dass sie diese Überschriften, diese Attribute H1, H2, H3 zum Styling, zur Optik hernehmen, weil sie ja sagen, ja gut, eine H1 ist ganz groß, eine H2 ist etwas kleiner, eine H3 ist noch kleiner und deswegen nehme ich mir einfach diese Überschriften, um die Seite zu stylen. Das heißt, das passiert tatsächlich öfter, das sind dann plötzlich mehr H1-Überschriften, weil wenn ich jetzt umstellen würde auf H1, die ist ja deutlich größer, sind dann tatsächlich öfter H1-Überschriften teilweise, findet man dann auf Seiten und der Grund dafür ist einfach, vielleicht hat da jemand eine Seite gebaut, so ein Webdesigner mit einem Page-Builder eine Seite gebaut und dann wollte er irgendwie ein Call-to-Action mit einer riesigen Schrift. Und dann denkt er sich, ah okay, ich stelle einfach um auf H1, weil dann ist das ja riesig. Und das ist eben der absolute Kardinalsfehler dabei, denn man muss das immer trennen. Du musst Styling trennen von dem HTML-Tag. Also wenn das jetzt eine Call-to-Action ist, Das darf dann ja niemals eine H1-Überschrift sein, das macht ja gar keinen Sinn, wenn die Seite hat einen H1-Titel und dann die Call-to-Action ist die große H1, zum Beispiel jetzt anfragen wäre die große H1, damit würdest du Google ja optimal verwirren, warum ist jetzt H1, warum ist jetzt anfragen H1, was hat jetzt anfragen als Überschrift sozusagen mit dem Thema der Seite zu tun. Damit würdest du Google ja massivst verwirren. Und das ist eben auch das Coole bei Elementor oder bei anderen Page-Bildern. Übrigens, wenn du Elementor ansehen möchtest, der Link ist in der Videobeschreibung oder Link ist unter dem Video sozusagen. Das ist eben das Coole, dass du eben Styling und diese HTML-Tags voneinander quasi trennen kannst. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das ist eine H1 und ich könnte ja gleichzeitig trotzdem diese Überschrift winzig klein machen. Dann wäre die Überschrift jetzt so winzig klein, aber es wäre trotzdem eine H1. Google würde trotzdem erkennen, das ist der H1-Titel. Das ist ein Fall, den man wahrscheinlich fast nie benötigen würde, aber den umgekehrten Fall, den würde man öfter benötigen, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt eine große Call-to-Action machen,
zum Beispiel jetzt anfragen und dann noch darunter einen Button. Und das möchte ich richtig groß. Und dann schreibe ich hier rein, jetzt anfragen. Und wenn ich das als normalen Text machen würde, dann wäre das so klein. Und ich möchte es aber groß haben. Und da ist halt dann Elementor richtig cool. Dann kann ich sagen, kann man auch Überschriften-Element nehmen, aber dann kann man sagen, das ist gar kein H1, H2, H3, einfach nur ein Div. Dann wäre es jetzt so mini klein. Und ich möchte es aber riesig haben. Dann kann man ja einfach sagen, okay, ich mache das eben riesengroß. Riesengroß, und ich mache das auch extrem fett und schwarz, ist ja egal, wenn man es so groß haben möchte. Dann hat man es eben auch so groß, wie zum Beispiel eine H1-Überschrift wäre, aber es ist keine H1, sondern es ist einfach nur ein Div. Also es ist für Google dann ersichtlich, dass das jetzt keine Überschrift ist, aber trotzdem hat man es halt groß gemacht. Und das wäre halt korrekt. Also wie gesagt, das ist so der Hauptfehler, der bei diesen Strukturen, also es gibt zwei Fehler, die oft passieren. Erstens mal, dass die korrekte Struktur nicht eingehalten wird und zweitens mal, dass jemand diese H1, H2, H3 Überschriften HTML-Tags sozusagen als Designelemente missbraucht, was es auf keinen Fall sein sollte, denn so kann man eben, ja, die Suchmaschinen super verwirren, und das möchte ja, soll ja nicht im Sinne sein von jemandem, der eine Seite erstellt. Also diese Dinge immer trennen. Und ja, falls es noch weitere Fragen zu diesem Thema gibt, ist eh eine recht simple Sache eigentlich, aber dann schreib gerne einen Kommentar. Wie gesagt, unter dem Video findest du noch weiterführende Links, vielleicht auch zu anderen SEO-Videos, die auch umfangreicher sind und weiter in die Tiefe gehen. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, abonnieren, wenn du noch nicht abonniert hast. Ansonsten, wenn ich dir einen Mehrwert mitgeben konnte, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielen Dank dafür, und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!